Hallo Leute, in meinem heutigen Video über mein Fräsenbauprojekt hier soll es um den Tee-Nuten-Tisch gehen. Und wie ihr sehen könnt, Tee-Nuten sind hier noch keine zu sehen. Also ist hier noch ein bisschen Arbeit zu tun und legen wir gleich mal los. Die Platte hier ist dann nur die Grundplatte für den Maschinentisch. Und ich werde hier keine T-Nuten reinfräsen, weil das meine Fräse, glaube ich, nicht schaffen würde, hier in Stahl mit einem T-Nutenfräser was Sinnvolles anzufangen. Aber ihr könnt ja hier sehen, da sind jede Menge Bohrungen drin. Die Bohrungen hier und auf der anderen Seite sind dann dafür da, um die Platte auf die Linearbalken zu schrauben. Und die vier Bohrungen hier für die Kugelumlaufmutter. Aber sind ja noch jede Menge andere Bohrungen dabei. Und die sind dafür da, um diese Streifen hier auf die Platte drauf zu schrauben. Und die Streifen haben hier so eine kleine Stufe reingefräst. Das ist jetzt ein Streifen für den Rand hier. Der kommt hier an den Rand hin. Die Platte hier ist übrigens 36 mm dick. 500 mal 350 mm und die Streifen hier sind 27 mm dick. Wird also dann schon relativ dick, wenn es komplett fertig ist. Hier so mittlere Streifen haben dann die Stufe an beiden Seiten eingefräst und der hier kommt dann an die Stelle hin. So, und damit kann ich mir dann hier vorne durch die Stufen und die aufgeschraubten Streifen das T-Nuten-Profil erzeugen, wie ich es haben will. Die T-Nuten hier haben eine Breite von 14 mm. Da kann man also dann bis M12 gemütlich Nutensteine verwenden und denke ich mal, ist eine ziemlich Standardgröße. Hier könnt ihr auch sehen, die Bohrungen für die Wägen auf den Linearschienen gehen durch den einen Streifen durch. Und da habt ihr vielleicht auch jetzt schon ein kleines Problem gesehen. Hier unten sind ja auch noch Bohrungen zum Festschrauben der Linearwägen. Und wenn der Streifen hier montiert ist, dann komme ich da nicht mehr an die Schrauben hin. Das ist aber kein Problem, weil ich kann den Streifen einfach, nachdem ich den Tisch hier montiert habe, da festschrauben. Und so komme ich dann noch ordentlich an die Bohrungen hier hin. Und dann kommt der hier drauf. Und ich brauche hier keine hässlichen Ausschnitte, um an die Schrauben hinzukommen. Genau, das ist eigentlich so prinzipiell das System, was ich jetzt hier für den T-Nuten-Tisch verwenden werde. Die Streifen hier habe ich aus einer größeren Platte rausgeschnitten. Die Sachen hier sind ja alles schon Rohmaterial geschliffen. Und ich habe mir zuerst überlegt, dass ich hier Flachstahl geschliffen, also Präzisionsflachstahl nehme. Aber zwischen verschiedenen Stücken von Flachstahl gibt der Hersteller eine Dickentoleranz von 500 Millimeter an. Und das wäre dann irgendwie blöd, wenn die jetzt 500 höher ist als die Fläche hier. Wäre jetzt dann kein schöner Tisch. Deswegen habe ich da eine Platte genommen, bei der ich ja die Dickentoleranz über die ganze Platte halt maximal habe und habe die in Streifen geschnitten. Hat dann auch ganz gut funktioniert und war dann sogar auch noch vom Preis her ein bisschen billiger. Genau, bevor wir jetzt dann hier anfangen, den Tisch zusammenzubauen, würde ich sagen, zeige ich euch mal die ganzen Herstellungsschritte, was ich so aufgenommen habe, und dann schauen wir mal, ob hier auch alles zusammenpasst. Thank you.
Als erstes fange ich mit dem äußersten Streifen hier an, weil ich den dann parallel zu der Kante hier ausrichte. Und alle nachfolgenden Streifen richte ich dann mit Endmaßen zu dem ersten aus, damit die den passenden Abstand von 14 mm zwischen den T-Nuten haben. Und da ist er fertig, der T-Nuten-Tisch. Ich würde mal sagen, der sieht doch einfach geil aus. Ist echt gut geworden, ich bin sehr zufrieden damit. Hier eine Nutenstein für M8. Mit Nut 14 kann ich ja bis M12 hochgehen, also habe ich hier genug Spannkraft für alles, was ich hier mit drauf machen werde. Und ja, ich denke, sieht einfach gut aus. Die Schraubenlöcher, also die Bohrungen hier für die Schrauben, werde ich noch mit so Abdeckungen von Linearschienen zumachen, dass die schön eben sind und hier keine Späne sich irgendwie reinhängen können. Und ja, dann ist das Teil hier fertig. Und ich denke, es ist noch ein bisschen Zeit übrig hier im Video. Deshalb werde ich hier oben den Spindelausleger mal noch montieren. Thank you.
Ja, Spindelausleger ist jetzt auch montiert, hat gut geklappt, passt alles zusammen. Echt schön zu sehen, wenn hier einfach das, was man im CAD geplant hat, dann auch wirklich in echt zusammenpasst. Man übersieht ja gern mal irgendwelche Kleinigkeiten, aber bis jetzt ist wirklich alles passgenau so wie gedacht. Und naja, in heutigen Video haben wir geschafft, den Tisch und den Spindelausleger hier zu montieren. Sind ja doch noch die zwei großen Kernkomponenten gewesen, die gefehlt haben. Als nächstes geht es dann, glaube ich, hauptsächlich mit der Elektronik weiter. Hier Glasmaßstäbe, Endschalter, Schleppketten und so weiter und so fort. Auch die Zentralschmierung kommt da mit dabei dann gleich. Also viel Kleinkram, der dann auch noch gut aufhält, aber halt doch wichtig ist, dass die Maschine dann einfach gescheit funktioniert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Und abonniert nicht vergessen. Und für alle die, die es geschafft haben, hier bis zum Ende durchzuhalten, gibt es jetzt dann noch einen kleinen Bonusclip. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.